So, der erste Ort heute Morgen auf dem Jakobsweg, wo geht? So, Frühstückspause in Murgete. Ein Pilger. Samstagmorgen, alles wie ausgestorben. Ja, da ist der Waldweg durch, Matthias. Da kannst du mal gucken. Da liegt so ein Kreuz auf der Straße. Ja. Da ist der Kran und dahinter das Stück. Da geht die Straße runter und da oben rüber. Doch, oben auf der Route Napoleon liegt Schnee. Ja. Ja, wir haben uns da gestern, mir haben so Bilder gezeigt. Ja, sind die oben rüber gegangen? Ja. Ja? Und? Die Peregriner über die Steinbrücke. Oh, nach 2 Jahren endlich mal einmal wieder über diese Steinbrücke rüber. Würdest du das Tor denn auch bitte wieder schließen? Ey, du bist der Letzte. Mach doch das Tor wieder zu. War das zu? Ja, das war zu. Das steht auch. Da steht auch extra dran, dass du es bitte wieder schließen möchtest. Aber okay. Man soll einfach nicht zu viel erwarten, ne? So, jetzt versuch's nochmal. Oh, ich filme. Wenn du reinfällst, dann habe ich das schön drauf. Da kommt Erich. Trotz seiner Blase. Jo, hat er sie überholt. Guck mal. Der relativ redundante Pilger, da kommt er an. Ja. Klettert hoch, man soll es nicht vermuten, ne? Ja. Schritt für Schritt kommt man sich näher. Jo, da muss er noch. Da geht's weiter. Und da ist noch keiner. Da ist noch keiner. Und da müssen wir nachher lang. An dem Bergrücken an der Seite geht's entlang nach ganz da hinten. Auf dem Weg nach Zubiri. So, hier schreiten wir durch eine Buchsbaumallee. Die schöne Buchsbaumallee. Der redundante Pilger. Hör mal die Kamera auf. Matthias. Schöne Schafe am Wegesrand. Matthias, mach nochmal. Bei Leuten, die mit dem Fahrrad zu den Bergen stehen, da ist das irgendwie, ich weiß nicht. Ja, schön. Und wie fühlst du dich denn jetzt so mit so einem Mammut-Shirt? Ja.
wesentlich trockener Sonne. Schöne Wege durch die Wälder. Auch das ist der Jakobsweg. Das sind sie. Laufen immer alles schön hintereinander. Die so, Rüben. Deswegen wie einer, ja, bei einer Prozessionsraum. Ja, ja. Ja, 3 Kilometer Abstieg, einer schwersten auf dem ganzen Camino, nämlich der runter nach Zubiri, liegen jetzt hinter mir. Jetzt ist nicht mehr weit, einmal noch in diese Richtung, über der Brücke, und dann bin ich in Zubiri. So, hier haben wir die Brücke von Zubiri. Ja. Flotte alte Römerbrücke hier. Ne? Oh. Schöne Bogenbrücke. Ja, flotte Ringbrücken haben die hier sowas. Ja, weiß ich meine, nicht. Da könnten welche drin sein. Nee. Du wirst sie jetzt nicht filmen. Das sind Peregrino-Füße. Da so mit so Beulen und. Nee. Das ist ja gar nichts. Schwimmelig, miefig, primig. Ich weiß auch nicht. Und Peregrino, der ein bisschen gelaufen ist. Die kleine Dorfkirche und der Dorfplatz in Zubiri. Und die Herberge in Zubiri. Typisch, die Schuhe in Reihe und Glied schön auslüften lassen. Und da ist die schöne mittelalterliche Brücke von Zubiri. Ach, Michael, ich habe so viel Zeit. Ja, das ist auch schön. Die Bar da hinten hat offen. Hast du das dem anderen schon gesagt, dem Vorturner? Nee, meinst du den Kasper da unten mit den kaputten Füßen? Nee, der Kasper nicht, der Erich. Der Erich, der sitzt hier vorne. Ja. Ja, der schreibt jetzt. Ja. Tagebuch. Nee, das ist mit Matthias, warum ist es hier oben wärmer als unten? Weil du dich da an der Sonne willst. Also ich mache ja den Affen von deiner Karte. Warum? Weil? Weil wir dichter an der Sonne sind. Das ist logisch. Das leuchtet ein. Nee, das leuchtet ein. Sandra. Aber die Sonne ist doch jetzt eigentlich Schön Milch mit Honig. Und tiefer. Ist für das, was ich jetzt hier mache, gut.